Moin Moin Gear-Tester. Nächstes Video von der IWA. Wir sind nochmal bei Merkel, beim Laurenz. Kennt ihr schon aus dem Video vom Donnerstag. Heute geht es aber nicht um eine Helix, sondern Merkel Gear. Laurenz hat sich ein bisschen Zeit genommen und möchte uns gerade schnell zwei Jacken vorstellen. Eine für die Herren, eine für die Damen. Genau. Laurenz? Ja. Felix, danke, dass ihr wieder da seid. Wir haben dieses Mal im Video haben wir unsere Bekleidungslinie, die Merkel Gear Bekleidungslinie. Auf der IWA stellen wir zahlreiche Neuheiten vor. Wir haben jetzt mal zwei rausgesucht, einmal für die Herren, einmal für die Damen. Warte, ganz interessant ist aber, wie viel habt ihr? 15, meine ich. Ja, genau. Also es sind mehrere, also jetzt nicht nur die, aber die uns am meisten jetzt so, haben wir uns mal zwei rausgesucht. Wir haben einmal hier eine Wendefließjacke, die ist einmal grün und orange. Wir haben an den Seiten hier zwei Taschen und die sind extra so konzipiert, dass nochmal ein Rucksack, wenn da unten nochmal zusammengebunden wird oder geklippt wird, dass der hier auch passt. Ja? Nicht, dass die Taschen sich dann dadurch irgendwie sich im Wege stehen. Wenn der Hüftgurt vom Rucksack zu ist, genau, richtig. Dann zieht man die Tasche oder genau. Schließt unten so eng ab, dass... Ja, genau, richtig. Dann haben wir unter anderem hier so Invisible-Zips. Das heißt, es ist besonders schön, gerade für einen Hundeführer auf der Drückjagd oder sowas, dafür ist hier eigentlich konzipiert, dass man hier zum Beispiel einen Garmin reinstecken kann. Es guckt oben raus und hier ist auch nochmal extra eine Schlaufe eingearbeitet, dass man da nochmal an die Antenne einfach rausgeht, dass sie nicht die ganze Zeit am Baumeln ist. Andere Parallele noch auf der anderen Seite sehe ich gerade, dann wahrscheinlich genau. Garmin, Funk. Und alles, Gerät. Genau, weil zum Beispiel die Schweden haben ja zum Beispiel auch ganz gerne noch ein Funkgerät auf der Jagd dabei. Also dafür sind die beiden Taschen wunderbar geeignet. Okay. Wassersäule, genau. Habe ich eben irgendwas von 10.000 gehört? Genau, 10.000er Wassersäule ist winddicht und wie gesagt wasserdicht bis 10.000er Wassersäule. Was man bei Fließjacken ja jetzt auch so nicht so oft hat. Ne? Ja, genau. Schon ein Herausstellungsmerkmal. Ja, genau. Gut, wunderbar. Das für die Herrenjacke und dann genau. Ist noch was für die Damenwelt, habe ich gehört. Genau, wir haben hier auch für die Herren, aber wir zeigen sie euch gerne mal für die Damen. Wir haben jetzt einmal die Damen-Winterjacke bei Merkel Gear eingeführt. Wir haben hier einen G-Loft Supreme Stoff verarbeitet. Wir haben wieder bis zu acht Taschen, oben einmal die Einschubtaschen, damit man entspannt stehen kann. Hier ist auch wieder schön verarbeitet, was wir auch bei den Paläarktis-Jacken hatten. Wir haben einen Patch in der Seitentasche für die Patronen. Wie gesagt, bis zu acht Taschen. Bei den Herren ist die Kapuze abnehmbar, bei den Frauen ist sie nicht abnehmbar. Dafür aber oben der Pelz, wenn man da sich seinen eigenen anmachen kann, kann man sogar auch noch seinen eigenen dran machen. Das sind einfach nur Druckknöpfe, oder? Genau, das sind Druckköpfe, ist abnehmbar. Genau. Verstellbare Kapuze sehe ich hier. Mhm, genau, hinten können einmal kurz rumgehen, ganz gerne. Hier ist auch nochmal ein Klett dran, dass man sich die nochmal ein bisschen einstellen kann, damit sie nicht direkt immer oben ansteckt. Und weil du es gerade wieder hast, dein Lieblingswort Wassersäule, die ist bis 20.000er Wassersäule. Genau, richtig. Gibt es, wie gesagt, sowohl für die Herren als auch für die Damen. Erkennungsmerkmal ist immer, für die Damen ist immer das ein bisschen in Rosé eingelegt, ja, oder Pink. Damit man direkt erkennt, wo die Reise hingeht. Genau. Ja. Wärmepads, hattest du gerade eben noch gesagt? Wärmepads, hatte ich gesagt, wenn man die Jacke aufmacht, sind hier hinten im Nierenbereich sind halt Taschen eingearbeitet, wo man dann im Grunde sich die Wärmepads oder so einstecken kann, damit auch wirklich der Rücken und die Nieren warm bleiben. Das ist halt ganz schön, ja. Genau. Idee. Okay, ich würde sagen, das waren die zwei Jacken, die wir euch präsentieren wollen. Genau. Laurenz, wie immer, Felix, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank und schön, dass ihr da wart. Gerne, bis die Tage. Bis die Tage, ciao, ciao.